Wildwechsel ist Unfallursache Nummer 1 in Südbrandenburg. Straßen und Wege liegen meist nahe Wäldern oder führen direkt durch sie. Doch was tun, wenn ein Reh vor das Auto springt? Normalerweise sollte man das Lenkrad festhalten und Vollbremsung machen. Ob man das tut, ist eine andere Sache. Auf die Bremse gehen. Ich versuche zu bremsen, halte das Lenkrad fest, falls es möglicherweise zur Kollision kommt. Versuchen auszuweichen. Also rapide die Geschwindigkeit verringern, gehen sie runter vom Gaspedal. Natürlich spielen die Straßenverhältnisse auch eine Rolle. Abbremsen, wenn es rutschig ist, halten sie ganz einfach den Lenker fest, wenn sie den Zusammenstoß mit dem Reh nicht mehr vermeiden können. Aber keine Ausweichmanöver bitte, sonst kann es vielleicht gegen den Baum gehen oder gegen den Gegenverkehr. Oft kann der Aufprall trotzdem nicht verhindert werden. Grund für die immer häufiger werdenden Zusammenstöße mit Tieren ist die Zunahme der Wildpopulation in den letzten Jahren. Der Anbau von Mais als Energieträger begünstigt so zum Beispiel die Ausbreitung von Wildschweinen enorm. Grund genug, um zu wissen, was man nach einem Unfall zu tun hat. Rufen Sie ganz einfach die Polizei, sie wird von Ort kommen. Wenn es nicht gleich möglich ist, wird sie Ihnen auch sagen, wo Sie dann hinkommen können, um Ihre Anzeige zu erstatten. Weil den Jagdpächter kennt man gewöhnlich nicht, wenn man unterwegs ist. Und alles andere wird dann geregelt. Sie bekommen dann eine Anzeige mit über Wildunfall. Im Regelfall übernimmt die Versicherung den Schaden. Anders sieht es aus, wenn beim Unfall das Tier nicht berührt wird, man also ausweicht. Kosten, die dann durch Kollision mit Bäumen oder anderen Autos verursacht werden, sind nur bedingt versichert. Da greift nur die Vollkaskoversicherung. Die Vollkaskoversicherung leistet für 2 Schadensfälle Mut und böswillige Beschädigung oder selbstverschuldeter Unfall. In dem Moment wäre das kein Habelschaden bzw. Wildschaden überhaupt nicht. Manche Versicherungen bieten aber auch Schadensersatz bei Unfällen mit Feder oder Haustieren an. Informieren lohnt sich auf alle Fälle.